So, guten Morgen und herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. So, da war noch im Hintergrund was. Ich habe heute jetzt hauptsächlich den DAX mitgebracht. Wie der DAX sich wahrscheinlich noch vor den Arbeitsmarktzahlen sich verhalten könnte, habe ich hier den 15-Minuten-Chart mitgebracht. Und hier liegt er jetzt in der Gap-Zone, die im August entstanden ist. Die ist jetzt eben gelb markiert. Und diese Marken sind jetzt zwar nicht immer exakt angelaufen, hier oben diese 10.916 eher als die untere, aber hier sieht man trotzdem eine Art Begrenzung. Also hier handelt im Moment der Markt. Und höchstwahrscheinlich wird er auch nicht groß jetzt vor den Zahlen nach unten wegbrechen. Wenn, dann wird er hier diese Aufwärtstrendlinie noch erreichen. Die liegt jetzt etwa bei 10.800. Und oben dürfte der Kurs, ja, ich würde mal sagen, an der Gap-Kante eben begrenzt sein. Hier im 15-Minuten-Chart liegt der Rainbow Widerstand etwa bei 10.900 Punkten. Und aktuell wird er durchgehend unter dem EMA 10 gehandelt. Also ist es hier jetzt negativ. 30-Minuten-Chart kann man jetzt nicht groß viel rauslesen. Hier hängt er noch an der Wolke. Und hier wäre eben dann fast das Tief, wäre jetzt hier im Stundenchart die Wolkenunterkante und könnte eben dadurch ein bisschen Verkaufsdruck aufkommen, wenn da die Orders liegen sollten. Aber jetzt schauen wir kurz im. Okay, schauen wir noch den 4-Stunden-Chart an. Da hat er das Hoch eben auch fast wieder an der Rainbow-Oberkante, EMA 10, erreicht und ist eben dadurch erstmal begrenzt worden von den Bären. Hier sieht man womöglich eine Anlaufstelle, wenn diese Marke eben brechen sollte bei 10.800 Punkten, wäre dann ein Rutsch auf den EMA 38 möglich. Der verläuft bei 10.715. Also wenn man hier die Vergangenheit anschaut, im 4-Stunden-Chart, hielt er wieder hier sehr gut. Deswegen dürfte auch wahrscheinlich das erstmal die Anlaufstelle sein. Die nächste Anlaufstelle wäre hier noch so ein Weekly Widerstand bzw. Unterstützung. Und unter dem wird höchstwahrscheinlich hier das Gap geschlossen bzw. erstmal die Gap-Oberkante bei 10.600 angelaufen. Im Tagesschart sieht man, dass hier die Trendlinie mit der Rainbow-Oberkante zusammentrifft. Und hier sind dann eben auch hier wäre jetzt die Wolken. Oberkante würde exakt mit dem Gap hier zusammenlaufen und auch noch hier die Rainbow-Unterkante würde dann Unterstützung bieten. Also ist zwar jetzt vielleicht aus dem Fenster gelehnt, aber vor Weihnachten oder dieses Jahr werden wir wahrscheinlich die 10.500 Punkte nicht nachhaltig unterschreiten mehr. Also das gibt hier einen riesengroßen Unterstützungsblock. Also spätestens hier werden wahrscheinlich auch die Fondsmanager wieder kräftig zupacken. Und schauen wir noch, was oben möglich wäre. Oben gibt es hier eine kleine deckelnde Trendlinie und eben die Gap-Kante. Jeweils würde ich erstmal sagen, wenn die gebrochen wird, sind etwa ja, 60 bis 70 Punkte Kurspotenzial vorhanden. Bei dem ersten Ausbruch wird höchstwahrscheinlich bei 11.050 kleine Gegenwehr sein, höchstwahrscheinlich. Aber ab 14:30 Uhr ist dann theoretisch natürlich auch alles möglich. Auch sofort ein Short Squeeze Richtung Gap
Gap-Kante, zwischen andere Gap-Kante. Ich zeige das im anderen Chart. Habe ich das besser aufbereitet? Hier liegt eben eine Gap-Kante noch und eben auch noch der dominante Abwärtstrend liegt eben hier im Cluster. Widerstand bei 11.180. Also ab hier könnten dann eben auch Verkaufsorders reinkommen, die den Markt dann wieder nach unten etwas drücken könnten. Zum Dow Jones Index fangen wir erstmal hier im Tageschart kurz an. Hier zeigt sich das Widerstandscluster als gut definiert. Der Kurs bleibt unter den Marken, aber der Verkaufsdruck, also bislang ohne Verkaufsdruck. Hier habe ich ja schon erwähnt, dass hier so ein kleines Rounding Top möglich wäre. Aber mit den Zahlen kann der Widerstandsband eben auch komplett nach oben durchbrochen werden. Und hier habe ich jetzt keine oberen Ziele genau definiert. Deshalb sollte eigentlich eher die 18.000 Marke halten, damit man hier unten einen guten Einstieg wieder findet. Und hier wäre eben dann die 17.300er Marke zu nennen. Unter diesen Support wird eben womöglich eben der Dow Jones eben auch nicht mehr zurückfallen. Im 30-Minuten-Chart geben die Muster im Moment gar nichts her. Genauso wenig wie im 15-Minuten-Chart. Was zurzeit noch gut läuft, ist eben hier dann der Euro gegen Pfund. Nachdem er eben die Stop-Buy-Marke auch per 4-Stunden-Close überschritten hat, kommt er jetzt genau an die Wolkenunterkante ran. Hier wird jetzt eher ein leichten, gut, die Muster, könnte doch ein etwas größerer Rücksetzer dann noch kommen, bevor dann eventuell die Wolkenoberkante angelaufen wird. Und hier würde er eben auf den EMA 200 auch treffen. Das sieht noch gut aus, aber wenn man jetzt hier die Wellen zählt, ja, könnte eben hier die komplette eine Welle zu Ende sein und dann könnte es auch noch ein bisschen größerer Rücksetzer kommen. Also muss man verfolgen. So, dann danke fürs Zuhören und ich melde mich nach den US-Arbeitsmarktzahlen nochmal zurück.